Why is he or she lying? Why are you lying? Nee, also ich mache nur Spaß. Vielleicht hast du wirklich nicht gelogen. Vielleicht hörst du mich wirklich nur doppelt. Mach nur Spaß. Nein, alles gut. Sehr gut. Darf ich dir auf Insta schreiben, wenn ich Fragen zur Bibel habe? Yes, you can. Of course. Ja. Kannst du. Gerne. Vergibt Gott eine Sünde, die man öfters ungewollt wiederholt hat? Yes. Das tut er, wenn du von tiefstem Herzen bereust und deine Sünden bekennst. Welche Gemeinde bist du getauft? Ich wurde in einem See getauft. Alan, kriege ich Mut. Schreib mir auf Instagram. Wie bist du das? Oh no, ich habe 20%. What are we gonna do? Ich strecke mich mal aus. Meine Nachbarn denken eh nicht, der Bray ist wieder am Predigen hier draußen. Nee, ich lade mein Handy später auf 20%, beim iPhone 13 läuft noch länger. Wie hast du es hinbekommen, dein Bart so unsymmetrisch zu machen? Was bedeutet das? Unsymmetrisch? Was bedeutet unsymmetrisch? Symmetrisch bedeutet doch gleich, aber unsymmetrisch bedeutet doch anders. Habe ich gesündigt und ein schlechtes Gewissen, meinst du, Gott verzeiht mir? Lass mich dir was vorlesen. Schief? Mein Bart ist nicht schief. Es ist vielleicht falsch gekämmt, aber mein Bart ist nicht schief. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Was lesen wir? Bekenne deine Sünde und tue Buße und lauf nicht weg von ihm, sondern geh ins Gebet und bekenne deine Sünde und lauf nicht weg. Soll man sich nochmal taufen lassen? Für mich ist die Babytaufe ungültig, weil du nicht durch deinen freien Willen ein Leben für den Herrn Jesus entschieden hast und du als Baby nicht weißt, dass du ein Sünder bist. Und nach meiner Meinung sündigen auch Babys nicht, sondern jeder Mensch ist in Sünde geboren durch die Erbsünde, aber ich glaube nicht, dass unmündige Babys sündigen. Und darum soll man sich als Jugendlicher oder Mann taufen. Stimmt es, dass Frauen sich bedeckt halten sollten und Röcke tragen sollen? Frauen sollen sich am bestenfalls in der Gemeinde quasi so zeigen, bedeckt halten. Also wenn ich eine Frau wäre, würde ich das machen. Und beim Weissagen und beim Beten soll eine Frau einen Schleier über den Kopf ziehen. Absolut. Das sagt die Bibel. Wenn man als Baby getauft wurde, dann kann man doch sich noch nicht nochmal taufen, oder? Doch, wie gesagt, ganz klar ist das ungültig als Baby. Schleier auch in Kirche? Yes. Traue mich nicht, Schleier anzuziehen, Reaktion etc.
Spreche ich jetzt für Menschen oder spreche ich für Gott? Suche ich die Ehre der Menschen und die Anerkennung, die Würde der Menschen oder suche ich die Ehre Gottes? Wenn Gott mir sagt, ich soll das tun, dann mache ich das auch, weil ich Gott liebe und zu Gott seine Liebe auch offenbaren. Vor der äußeren Welt. So. Und wenn Gott sagt, mach das, und du sagst nur, weil dein Aussehen nicht so schön aussieht, wenn du das tust, dann. Aber ich respektiere das, aber vielleicht überwindet dich das, wenn du das ins Gebet gibst und dem Herrn fragst. Kommt man trotzdem in den Himmel, wenn man nur als Baby getauft wurde? Du kommst in den Himmel durch die Gnade Gottes in Christus, durch den Glauben, was der Herr Jesus für dich am Kreuz getan hat und die Auferstehung und den Glauben, dass er der ewige Sohn Gottes ist. Ja, aber trotzdem, wenn du die Möglichkeit hast, dich richtig zu taufen, dann lass dich taufen. Du kommst niemals in die Hölle, nur weil du jetzt so getauft bist. Du kommst in den Himmel, mein Lieber, durch den Glauben an den Herrn Jesus. Bruder, es ist Sommer, hast du ein Fahrrad? Nee, aber ich wollte mir einen E-Scooter holen. Ich wollte mir einen Elektroscooter holen. Man soll der Weekend nicht hören. Stimmt das TikTok-Gericht, meine? Ja, der Weekend ist ein Satanist. Bruder, mein E-Scooter wurde letzte Woche geklaut. Oh nein! Oh nein! Oh nein, das tut mir leid für dich. Der Bre muss jetzt zu Fuß umher. Da du auch keinen Führerschein machen kannst, ne, mit deinen 16 Jahren, mein Lieber. Meine ganzen Freunde sind Muslime, beten zusammen Sünde. Ich habe keine muslimischen Freunde und ich werde auch keine muslimischen Freunde haben. Was hat das Licht mit der Dunkelheit zu tun? Was hat ein Kind Gottes mit ein Kind des Zorns zu tun? Ich verstehe euch nicht. Ganz ehrlich, tut mir leid, dass ich das so radikal sage. Ich verstehe euch nicht. Ich werde euch auch nicht verstehen, warum ihr muslimische Freunde habt. Ich werde das niemals verstehen. Seitdem ich aus Gott geboren bin, möchte ich nichts zu tun haben mit diesen Menschen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust haben am Gesetz des Herrn. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Du verschwendest deine Energie und den Heiligen Geist und die Präsenz des Heiligen Geistes unter diesen falschen Freunden. Der Geist des Antichristen fechtet gegen den Heiligen Geist, wenn du dich mit deinen muslimischen Freunden abgibst. Du hast aber muslimische Familie, ja. Und jetzt rate mal, wie oft ich Zeit mit denen verbringe. Nur das Nötigste, weil ich lieber im Gebet bin und für sie bete. Ich bete für sie. Habe ich gerne Gemeinschaft? Nein. Warum? Weil sie nicht so sind wie ich. Ich bin anders. Ich bin anders als die. Ich habe auch nicht viele Freunde. Ich habe in meiner Stadt, nur einen richtigen Freund. Warum? Weil ich anders bin. Ich bin nicht so wie die anderen Menschen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin berufen zu etwas Größerem als Kind Gottes, zu berufen als Evangelist. Und ich kann mich nicht abgeben mit diesen weltlichen Menschen, auch mit keinen weltlichen Christen. Das kann ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Lieber keine Freunde als anstatt falsche Freunde, beziehungsweise muslimische. Wenn du so redest ohne Respekt, erstens rede ich so, wie ich möchte und ich rede mit Respekt, aber ich rede das, was die Bibel sagt, dass wir keine Gemeinschaft mit euch haben sollen. Mein Lieber, ist das jetzt Ihtiram? Ist das Respekt? Ja, ist es, was ich rede. Ich rede die Wahrheit und die Wahrheit ist respektvoll. Dennoch ist es gut, was ich sage. Weil wir haben nichts zu tun mit einem Moslem und sowohl eine Frau nichts zu tun haben soll mit einem muslimischen Mann, so auch der christliche Mann mit keinem Muslima, weil wir nichts zu tun haben als Kinder des Lichts mit Kinder des Ungehorsams. Ich bete für euch, ich liebe euch, ich gebe euch Essen zu trinken, aber ich habe keine Gemeinschaft und bete nicht mit dir in deiner Moschee und ich habe keine Gemeinschaft mit dir. Ich liebe dich, ich bete für dich, dennoch bist du nicht mein geistlicher Bruder, denn alle, die den Willen Gottes tun, das sind meine Brüder und meine Schwestern.
Wir kommen nicht mit deiner direkten Art klar. Ja, ich bin direkt und ich nehme ja auch kein Blatt vor den Mund. Sind Zeugen Jehovas auch Christen? Nein, Zeugen Jehovas sind keine Christen. Jesus hat auch die Erbsünde durch die Kreuzigung auf sich genommen. Nein, die Erbsünde bleibt in jedem Menschen, dass er ein Sünder ist. Er hat deine Sünden auf sich genommen. Dennoch bist du geboren in Sünden. Er hat den Weg in den Himmel freigemacht, dass er die Sünden genommen hat. Dennoch bist du fleischlich geboren, in Sünden geboren. Kannst du uns beten, dass Gott unsere Fake Friends fernhält? Kann ich gleich beten, ja. Suchen wir mal kurz einen sehr wichtigen Vers zu diesem Thema. Du bist kein richtiger Christ. Ich bin wiedergeborener Christ, wiedergeboren im Heiligen Geist. Wenn du so etwas behauptet und du behauptest, ein Christ zu sein, dann bist du kein wiedergeborener Christ. Denn alle wiedergeborenen Christen, sie kennen mich und wie ich bin. Und der Vater kennt mich, ich kenne den Vater. Also wer bist du, dass du sagst, ich wäre kein richtiger Christ? Was sagst du zu Moslems? Sie brauchen den Herrn Jesus Christus. Was tun, wenn man die Bibel gelesen hat, fertig, andere holen? Bitte, ich verstehe solche Sätze nicht. Kommst du Abend wieder? Ja. Was sagst du zu Israel? Das hochgelobte Land und das verheißene Land Gottes und das neue Jerusalem wird im Himmel stattfinden, weil dieses Israel von auf der Erde immer ins Verderben stürzt zurzeit und die Politiker machen dieses Land sehr schlimm in der Hinsicht. Aber trotzdem ist es das verheißene, hochgelobte Land Gottes. Ich suche gerade den Vers. War das 2. Korinther? Oh, ich habe es gefunden. Und ich schalte gerne die Kommentare aus, wenn ich was. So. Christen, die muslimische Freunde haben. 2. Korinther, Kapitel 6, Abvers 14. Schlagt auf. 2. Korinther, Kapitel 6, Abvers 14. Ich lese mal vor. Warum wir nichts zu tun haben sollen mit Kindern des Ungehorsams, Kindern des Zorns, beziehungsweise Muslime. In Gemeinschaft. Du sollst sie lieben, du sollst für sie beten, ja, aber Gemeinschaft, nein. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Aha. Der erste Satz. Zieht nicht mit einem fremden Joch mit Ungläubigen. Sie nennen uns Kuffar. Die Bibel nennt sie Kuffar. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzeslosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Und was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus aus ihrer Mitte, geht raus von diesen muslimischen falschen Freunden, die euch wegziehen zu euren Berufungen als wahrer Christ, wahrer Licht. Darum geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, sondere dich ab.
spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne sein und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Der allmächtige Gott sagt, kein Umgang, Gemeinschaft mit Ungläubigen, die nicht an den Sohn Gottes glauben. Betet für sie, liebt sie, aber habt keine Gemeinschaft, spricht der Gott, der Herr, der Allmächtige, damit ihr meine Töchter und meine Söhne seid. So viel zum Thema, ich bin Christ und habe muslimische Freunde, was die Kommentare von den Christen hier sagen. Wir Muslime verhalten uns trotzdem nicht so mit ungläubigen Menschen wie du. Dein Gott sagt in Sure 9, 27 und 29, jetzt sei mal still, wenn du dein eigenes Buch nicht kennst. Langsam reicht's mir. Dein Koran sagt, tötet die Juden und die Christen. Was bist du für ein Heuchler, dass du sagst, wir gehen mit Ungläubigen anders um. Dein Gott befiehlt, Ungläubigen zu töten. Was bist du denn für ein Heuchler? Hör auf zu heucheln, wenn dein Gott befiehlt, mich zu töten und meine Geschwister zu töten. Allah sagt, tötet sie. Sure 9, 29 und 30. Was bist denn du für ein Heuchler? Ich ermahne meine Geschwister in Liebe, dass sie keine Gemeinschaft mit euch Kinder des Zorns haben, in Liebe. Und du, mein lieber Muslim, dein Gott sagt dir, du sollst Juden und Christen töten. Was sagst du überhaupt, dass du gut bist mit Ungläubigen? Du bist ein Heuchler, weil dein Gott sagt ganz klar, tötet die Juden und die Christen. Jetzt reicht's langsam mit dieser Heuchelei hier. Das steht da gar nicht. Guck mal, ich sag's euch, Leute. Nee, ich sag's euch. Ich brauch Wasser. So. Ich brauche Wasser. Es reicht. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Er sagt, es steht nicht drin. Genau. Es steht nicht drin. Sure 9, 29, 30. Plötzlich wurde es rausgeschnitten. In der Bibel steht auch, töte sie, jedoch muss man den Kontext verstehen können. Aber im Alten Testament, mein Lieber, wieder Heuchler. Im Neuen Bund sagt Gott, wer mit dem Schwert tötet, wird durch das Schwert getötet werden. Wenn dich jemand zur Rechte schlägt, so halte auch die Linke hin. Liebe deine Feinde, betet, die euch verfolgen. Das ist der neue Bund durch Christus für uns, die wir im Heiligen Geist wandeln. Also hör auf zu heucheln, wenn du nicht die Bibel kennst. Wie oft verändert sich das Testament? Zero. Aber sage ich dir, der Koran hat sich verändert im Laufe, dass Mohammed gestorben ist und 200 Jahre später die Vollendung der Worte der Schlange vollendet war und Mohammed selbst nicht mal wusste, wohin er geht nach dem Tod und anscheinend Ziegen und Schafe die Blätter des Korans aufgegessen haben und die meisten Gelehrten, die die Schrift auswendig gelernt haben, auch im Krieg gestorben sind und es gibt nicht einmal 114 Suren, sondern es war mehr, aber anscheinend findet man das ja nicht. Mir mein Glaube, dir dein Glaube. Dein Glaube schickt dich aber nicht in den Himmel. We gonna read again about the spirit of the Antichrist. Wir lesen wieder über den Geist des Antichristen, weil schon wieder Antichristen in my life sind. Und sie hetzen schon wieder gegen den wahren Glauben, weil der Geist des Teufels immer Anfechtung will gegen den Geist Gottes. Und weil wir den Geist Gottes haben, kommen die Muslime um in den christlichen Lives. Es ist ein Phänomen, ich kann es nicht oft genug sagen. Seit 8 Monaten TikTok, jedes Mal, wenn ich live gehe, kommen die Kinder des Zorns, die Kinder des Antichristen, die den Sohn Gottes leugnen, wie auch die Muslime, immer wieder bei meinen Geschwistern, bei jedem einzelnen TikToker von christlicher Seite her kommen immer diese Kinder des Antichristen. Immer wieder. Immer. Als würde der Teufel sagen in der spirituellen Welt, kommt meine Kinder, lasst uns in die christlichen Lives gehen. Kommt meine Dämonen, sagt der Anführer der Dunkelheit. Kommt, lasst uns in die christlichen Lives gehen. Lasst uns die hetzen. Lasst uns sagen, Jesus ist nur ein Prophet. Lasst uns sagen, Jesus ist nur das und das. Der Geist des Antichristen, Wahnsinn. In der spirituellen Welt, wie er seine Vasallen vorausschickt und seine Kinder vorausschickt in den christlichen Lives. Es ist der Oberhammer, ein Phänomen, das ich jeden Tag aufs Neue sehe.
Du findest keinen einzigen Christen, einen wiedergeborenen Christen, der in muslimischen Lives irgendeinen Blödsinn reinschreibt. Aber die Kinder des Antichristen kommen immer hunderteweise in meine Lives, um ihre Lügen zu erzählen. Aber ich stopfe den Mund der Lügner durch das Wort Gottes, wie Paulus sagt, stopft ihnen die Münder, damit sie vor dem heiligen Gott die Wahrheit erkennen. Lesen wir mal über den Geist des Antichristen. Wer ist ein Lügner, mein lieber Muslim? Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn Gottes bekennt, der hat auch den Vater. Wenn du sagst, du glaubst an Gott, aber nicht an den Sohn, so ist es ein Widerspruch, ein Antichrist, ein Lügner, denn nur der Sohn ist zum Weg zum Vater. Nur durch den Sohn kommst du zum Vater. Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der glaubt an den Vater. Wenn du aber nicht an den Sohn Gottes glaubst, so bist du ein Antichrist und nicht aus Gottes Geist wiedergeboren. Du bist noch in deinen Sünden, vertieft im Geist des Antichristen und du bist nicht erlöst worden. Du bist nicht von oben gezeugt. Du hast nicht den Heiligen Geist Gottes empfangen, wenn du nicht glaubst, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. So viel zu diesem Thema. Und jetzt lesen wir mal Johannes 6. Ich liebe das. Ich mache keine Spiele mit euch. Ich rede direkt, ich sage das, was in der Schrift steht. Ich bin keiner, der ein Kuschel-Evangelium erzählt, sondern ich sage euch, was die Bibel sagt. Ich spiele keine Spiele hier. Wenn ich Spiele spielen würde, so würde ich nicht so reden, wie ich rede. Aber die Autorität des Heiligen Geistes in mir und in den Geschwistern muss Autorität zeigen über den Geist des Antichristen. Wir haben den Heiligen Geist Gottes. Der Geist Gottes ist viel mehr stärker als der Geist der Weltzeit, dem Fürsten, dem Antichristen. Und darum, wir sollten den Geist des Antichristen den Mund stopfen durch das wahre Evangelium. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben und der Herr Jesus wird den Menschen auferwecken am letzten Tag. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der kennt den Vater nicht und der wird niemals auferstehen zum ewigen Leben, sondern verdammt werden in die ewige Feuersee, wo der Teufel, der falsche Prophet, das Tier, der Antichrist kommen wird und alle anderen, die nicht im Buch des Lebens des Lammes geschrieben stehen. Und das Meer gab die Toten heraus, die ihnen waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er ebenso in den Feuersee geworfen. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendienern und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite ewige Tod für alle, die die Gnade Gottes in Christus abgelehnt haben. Die den Sohn Gottes abgelehnt haben. Ewige Strafe. Ich predige nicht wie ein Heuchler, Zeuge Jehova, dass es keine Hölle gibt. Der Herr Jesus hat vielmal über die Hölle gepredigt, damit ihr Buße tut. Tut Buße endlich. Es gibt nur eine Wahrheit. Es ist so krass. Über 6 Milliarden Menschen wandeln noch in ihrem Unglauben. Es ist so krass. Hi, Shalom. Wie weiß man, dass man wiedergeboren ist? Weg mit dir. Von 204. Ja, da sieht man auch, wie die Geister des Antichristen. Habt ihr gesehen, wie 100 Leute gleich rausgegangen sind? Absolut.
Die Kinder des Antichristen kommen nur, um zu hetzen für die Kommentare. Und dann, wenn man die Wahrheit spricht, dann gehen sie wieder aus dem Live raus. So arbeite ich auch. Ich möchte, dass sie rausgehen, wenn sie kommen, um zu hetzen. Und das passiert immer mit dem Wort Gottes, wenn man das sagt. Was hältst du vom Endzeit-Reporter? Ihre Lehrer. So, Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eure Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, als wir das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört haben. Shlomo, hi, Shalom. Und ich lese nochmal vor. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ich lese mal vor und hört einfach nur zu, was hier steht. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche die in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Tut mir leid. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott. Und es hört mal zu. Das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde, um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind die Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch nun wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Halleluja, Amen. Wir sind Söhne Gottes. Durch den Heiligen Geist sind wir Söhne Gottes. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder,
angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch im Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbittung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis, haltet stand, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Bösen mit Bösen. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Amen. Man sieht doch, guck mal, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sie kommen in mein Life, beleidigen mich, hetzen, lügen. Da seht ihr die Muslime ihre Früchte. Und unsere Früchte ist, dass wir unsere Feinde lieben, dass wir sie segnen und dass wir für sie da sind, dass wir für sie beten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist ein Unterschied. Allah hasst die Kuffar, der Gott der Bibel liebt alle Menschen. Allah flucht sie, Gott segnet sie. Matthäus, soll ich vorlesen? 5,34 bis 37. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Er sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Das bedeutet, Schwören ist vom Bösen. Da seht ihr auch die Muslime, die immer sagen, Wallah Bruder hier, Wallah Bruder da, das ist vom Bösen. Die ganzen TikToker, Barello und diese ganzen Entertainment-Fitness-Stifter, Wallah Bruder hier, schwören auf ihren Allah, auf ihren Mondgott und auf ihren Propheten, der in seinen Sünden gestorben ist, und lügen euch ins Gesicht und schwören, und das Schwören ist laut der Bibel vom Bösen. Die Bibel sagt, schwört nicht, das kommt vom Bösen. Adam, bist du noch in Frankfurt? Nee. Schwören wurde so sehr normalisiert, deswegen wollte ich, dass alle diesen Vers hören. Ja, danke schön. Ich lese auch gerne die Bergpredigt. Und meistens gelogen, ja. Letztens gehen zwei Kinder zum Kiosk und wollen sich Zigaretten kaufen. Sagt dann der Kioskbetreiber, wie alt seid ihr? Und die waren ungefähr 12, 13 Jahre alt. Sagt er ernsthaft, der ist 16 bis 18 Jahre alt und schwört auf seine Mutter, schwört auf alles, was ihn heilig ist, und dann lügt er noch. Also krass. Ich fand's lustig. Du musst dir das Video angucken. Das ist mega lustig. Laut der Bibel, die Erde ist 6000 Jahre alt.
Der Mensch 6000 Jahre lang. Ja, wie alt die Erde ist, das wissen nicht. Meine Armbänder. Was ist der Sinn des Lebens? Jesus Christus ist der Sinn des Lebens. Ist gleich die Liebe. Der Sinn, Jesus ist gleich die Liebe. So, meine Lieben, ich habe 5%. Ich werde spazieren gehen. Ich werde was essen gehen. Der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht und gebe euch Frieden. Möge Gott euch segnen. Bleibt in der Liebe. Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters. Wenn ihr Fragen habt, Alan, Seelengewinner, Instagram. Guckt euch mein neues Video an. Nö, ich liebe Allah. Ja, schön für dich, meine liebe Flora. Wer den Sohn Gottes hat, der hat ewiges Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Allah existiert nicht. Christus lebt. Christus ist auferstanden. Er ist zur Rechten Gottes der Majestät. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren und wird allen Götzen und alle Götter, die sich Götter nennen, eines Tages vernichten. Offenbarung 19, Offenbarung 20. Der Herr Jesus segne euch. Und wir sehen uns am Abend. Gottes Segen und wandelt im Geist.